Im kommenden Jahr ist Bundestagswahl und die Grünen sind schon seit geraumer Zeit auf der Überholspur in Richtung Macht. Ja, Umfragewerte um die 20%, das kann sich sehen lassen. Aber diese Überholspur wird zum Problem. Zum Beispiel in Hessen. Da wird nämlich bald die A49 ausgebaut. Und zwar soll sie dann durch einen Wald führen, den Dannenröder Forst. Es gibt Proteste dagegen und die grüne Parteispitze ist strikt gegen diesen Bau. Das Problem ist nur, in Hessen regiert Schwarz-Grün und in Hessen haben die Grünen beschlossen, am Autobahnbau festzuhalten. Das heißt, die Grünen sind gegen die Autobahn, unterstützen aber den Bau, weil er wohl auch gar nicht mehr zu verhindern wäre. Oder vielleicht doch, auf jeden Fall ist es kompliziert und es ist spät und überhaupt, Robert Habeck kann das besser erklären. Es ist schon sehr spät, weil diese Autobahn mit öffentlich-privaten Partnership-Verträgen gebaut wird. Also Firmen kriegen Geld dafür. Ja. Und wenn man jetzt sagt, ihr sollt die nicht bauen, muss man sehr viel Geld bezahlen, dass sie nicht gebaut wird. Wieso fordert das dann Ihre Co-Chefin, dass man die jetzt sofort nicht bauen soll? Ich fordere es auch. Ich finde es richtig, angesichts der gesellschaftlichen Situation, den Klimaschutz betreffend und der Erklärung der Bundesregierung. Aber Sie haben gerade gesagt, dass man das nicht fordern kann, weil es zu teuer wird. Doch, es ist nur schwierig. Es ist aber nicht unmöglich. Ja, es ist im Prinzip genau wie Robert Habeck auf irgendetwas festzunageln. Nicht unmöglich, aber schwierig. Nun ist es im Moment also so, dass Polizisten in einem schwarz-grün regierten Land Umweltaktivisten aus dem Wald holen. Ich habe mir sagen lassen, die Partei arbeitet gerade auch an einem neuen Wasserwerfer, der auf sich selbst zielt. Vielleicht gibt es ja einen Kompromiss, die Autobahn kommt, aber die rechte Spur ist reserviert für Kröten. Irgendwie sowas, die Grünen werden da was hinbekommen. Also wenn das jemand schafft, dann die Grünen. Die Grünen können ja auch gegen Verbrennungsmotoren sein, während ihr Ministerpräsident Winfried Kretschmann Kaufprämien dafür fordert. Das geht. Also ich freue mich schon auf die Wahlplakate im Bundestagswahljahr. Weniger Fleisch, mehr Schnitzel oder Umwelt nicht lange belasten, schnell durchfahren. Der Fridays for Future-Bewegung gefällt das alles nicht so sehr. Es gibt inzwischen ja auch eine neue radikal-ökologische Partei neben den Grünen, die Klimaliste. Die sind wie Bündnis 90 die Grünen, nur eben in Grün. Und die Grünen gehen, ob jetzt gezwungenermaßen oder nicht, immer wieder Kompromisse ein. Gerade in der Zusammenarbeit mit der Union, der sie sich ja immer mehr andienen. Die Zeichen stehen ja schon sehr eindeutig auf Schwarz-Grün, was die nächste Bundestagswahl angeht. Also es ist eine doch relativ wahrscheinliche Option. Und vielleicht passt es, die Grünen sind tatsächlich für viele inzwischen eine Art CDU mit Globuli. Dennis Kaup und Max Engel haben für uns das grüne Dilemma vertont. Oh, der Habeck! Hallo! Wir sind die Grünen und sehen super aus. Die Schnute hier will bald ins Kanzlerhaus. Oder die. Wir hatten Prinzipien, doch das ist vorbei. Und auch eine Autobahn durch den weiten Sky. Super Idee! Die Wut der Umweltaktivisten auf die Grünen wird immer lauter. Wir waren die Grünen, die Ungestüme. Früher waren wir noch jung und dumm. Präsident von Baden-Württemberg fährt ein Daimler Basta. Wir wollen regieren und schleimen die Wirtschaft voll. Kohle und Stahl ist eigentlich doch ganz toll. Haben kein klares Profil, doch scheißegal. So what? Der Robert, der schwurbelt uns schon durch die Wahl. Eine Form, die jetzt zeitgemäß ist wie keine andere, die eine quasi osmotische Verbindung zur Wirklichkeit herstellt, wo die progressiven Kräfte rein diffundieren können in die Partei. Wir sind die Grünen, alle lieben die Grünen, mit uns wird die Zukunft voll geil. Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden, liebe Freundinnen und Freunde.